Herzlich willkommen zur 18. Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening für ja, Nintendo Switch natürlich. Wer du Depp? Ich gebe deine eigene Medizin zu kosten. Weg! Du Geier! Immer Schaden genommen. Ich habe einen Tipp von der Eule bekommen, wir sollen was zum Leben erwecken, und das geht natürlich mit dem Lied hier. Und tatsächlich, es passiert etwas. Oh, das spürt das Gestein, das heißt die Bombe ist hilfreich, das wissen wir jetzt schon mal. Ich kann mir recht wenig ausmachen, ist egal. Fuck. Jetzt kann ich aber... Ah! Nein, verdammt! Yes! Kann ich endlich töten. Sehr schön. Zweiter Hit mit Kokolinschwert. Dritter Hit mit Kokolinschwert. Wie steckst du denn noch ein? Das gibt's hier wohl kaum. Okay. Einer hat noch gefehlt. Und auch er hinterlässt eine Fee. Und das hier sieht ganz nach dem Eingang zum letzten Dungeon aus. Sehr Schildkrötenfelsen. Eigentlich das Dungeon ist er noch nicht, aber das wird er ziemlich sicher gleich sein. Na dann, nichts wie rein. Wir werden gleich erfahren, wie der Dungeon heißt. Es ist der Schildkrötenfelsen. Hier kommt gleich mal einer, der ist ganz böse. Wird aber auch nicht allzu viel einstecken. Es gibt zwei von der Sorte! Ah, die verschüssen sich, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Schauen wir mal kurz an, was es die Karte so zu bieten hat. Ich gehe davon aus, dass es hier lang geht, weil warum sollte das sonst durch Lava abgetrennt sein? Oh, das sieht ja ein Land aus. Oh, warte, das können wir steuern, das Teil. Kann ich das jetzt rüber zu dem... Warte mal, ja, komm noch mal her. Ich will mal da lang gehen. Dich kann ich nicht wegschieben. Ich auch nicht, aber ich kann hier was aussprengen. Halt die Frage, wo es da lang geht. Okay, hier wird es weitergehen. Ist die Frage, jetzt gehen wir da lang oder folgen wir dem regulären Weg? Oh, dann sind die wieder da. Ja, dann geht ihr lieber den normalen Weg lang. Das ist mir gekommen, oder? Ja. Ah, regulärer Weg, der war gut. Wobei, warte. Man kann da nicht alles verschieben. Das ist schade. Ja, dann muss ich jetzt sowieso da lang gehen. Okay, schade. Aha.
Hotheads. In einem Zelda-Game, das ist definitiv was Neues. Okay, ja. Die Passagen waren jetzt eigentlich noch nie wirklich schwer und jetzt sind wir da rechts unten. Ich gehe davon aus, dass ich alle recht leicht ausschalten kann, das tue ich auch und das bekommen wir. Ein Schnabel hatten wir denn schon einmal, bevor wir die Karte hatten? Ich glaube nicht und ich befürchte, ich habe jetzt hier irgendwas abgekürzt. Aber in Dungeon hat er bekanntlich mehrere Wege. Dich kenne ich doch. Hier muss ich doch deine Dreckskugel wegnehmen. Und möglichst weit weglaufen, dass du möglichst weit wirfst. Die abschminken kann schon wieder mir. Hey, hey. Kaputt halt. Oh, viel, viel, viel. Das war schon mal ein Miniboss. Gibt es hier etwas zu holen? Keine Ahnung. Lass mich mal gerade drüber. Ja, hier gibt es definitiv was zu holen. Und ich frage, ob das Cooles ist. Es ist Bullshit. 100% Bullshit. Waren wir auch nicht, was ist hier? Ah, die Typen können wir den Boomerang killen, das habe ich mittlerweile gelernt. Und die droppen auch noch Feen. Gerade so. Ah, ein Schalter. Du wirst mir diese Tür öffnen. Oder öffnet mir sogar beide. Aber wo geht's hier lang? Speine ich mir also nur so lange vorher bis. Oh! Bis man die Gegner besiegt hat oder täuscht ich mich gerade? Hier könnten wir auch weitergehen. Und da geht's zurück zum Anfang. Ich wäre stark dafür, dass wir mal wieder zurückgehen. Ich wollte ja, wie vorhin gesagt, mal auch darüber gehen eigentlich zuerst. Ich bin ja nur da angegangen, weil ich dachte, ich komme zur Truhe. Dem war aber nicht der Fall. So. Was? Der Eisblock ist ganz schön hart und kalt. Brr. Ja, danke für den Hinweis. Das hilft mir leider gar nicht. Komm ich zurück. Ja gut, dann gehen wir mal oben lang, wenn der Weg eine Sackgasse ist. Hier gibt es nochmal Geschenkis. Das wird der Depp. Lass mich in Ruhe. So. Was? Wie ist das nicht? Muss man die ganze gedrückt halten in die Richtung oder wie? Oh, habe ich bloß verkackt. So ist richtig. So ist das korrekt, aber da komme ich jetzt wieder nicht dran. Opa. Opa. Kann ich verschieben. Das ist dann durchaus problematisch. Aber gut, da ist eine brüchige Wand, da sind Herzen, die wir noch nicht brauchen. Da geht's nach oben. Schon wieder in dem Raum. Kommen wir nicht weiter. Jetzt sind wieder so Eisblöcke. Vermutlich ist das Dungeon-Item hier, dass man da dann irgendwas machen kann. Bomben sollten wir auch immer wieder mal kaufen. Hier ist ein Kristallschalter. Und da ist die Wand brüchig. Das sieht man. Warum soll ich den umschalten? Das habe ich jetzt nicht ganz
verstanden, aber okay, cool. Ich habe noch keine Farbelemente gesehen. Jetzt bin ich hier. Vielleicht muss ich einfach alles ausfüllen, das kann natürlich auch sein. Oder gibt es wieder irgendeine Wand, die spröde ist? Nein. Oder doch, ich weiß es nicht. Probieren wir es mal. Das war schon mal falsch. Wir werden irgendwo über unten, nein, unten gehen, da stehen wir an uns. Das heißt, wir müssen irgendwo über oben lang. Das ist jetzt, glaube ich, klar. Aber das Teil geht nicht mehr zurück. Das sinkt nur auf Lava wieder ein. Fuck! Was war denn jetzt auf einmal aus? Das hat doch so gut funktioniert. Gut, next try. Jetzt aber. Und es bringt tatsächlich was. Und sogar einen Schlüssel, aber... Wie kommt man denn da drauf? Das habe ich gerade nachgelesen. Oh, ein Scheißdreck. Na gut, gibt es denn irgendwie verschlossene Türen? Ja, da gibt es gleich mal einen. Vielleicht, wo wir einen Schlüssel brauchen könnten. Ich komme noch immer nicht an diese Truhe ran. Aber bitte. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu der Schlüsseltür, da komme ich noch nicht hin. Das Ding ist halt, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Aber bitte, es wird schon einen Weg geben. Bomben wären mal nett. Oh Gott. Ah, warte doch, da gibt es sogar einen Weg. Cool. Finde ich ganz toll. Wenn man das Teil zwischenzeitlich keine Lust mehr hat. Schon besser. Jetzt kann ich nämlich auch da lang gehen. Das ist sogar der richtige Weg, aber... Na gut, jetzt komme ich immer zurück. Hier mach mal auf. Hier geht's nach rechts. Da gibt's... nicht durch. Was soll ich, warum soll ich mich alle abschlachten? Herz. Er sind immer triggert, wenn wir sein Zeug kaputt machen. Aber ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hingehen soll. Einfach nach links weiter oder woanders hin oder... Hä? Okay, da geht's nicht weiter, aber das sind schon mal Bomben. Das ist sehr, sehr großzügig. Da vorne waren wir auch schon drin. Hier gibt es ja gar nichts. Also ich sehe da jetzt auch ehrlich gesagt nichts. Man irgendwie durch könnte. Können wir auf der Karte schauen, ob irgendwas da brüchig ist vielleicht. Hm. Doch, zwei Stellen, da sieht man sogar so ein bisschen Flur. Das heißt, einmal hier haben wir hier was. Man kann ja auch Bombenpfeile machen. Genau. Und da habe ich noch irgendwo was gesehen. Genau, gleich hier. Nein, ich mache nämlich später. Jetzt die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Welches ist besser? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, das, die bringen mich doch beide in denselben Raum, oder? Nein, da brauche ich einen Schlüssel. Gut, da geht es sowieso nicht weiter. Demnach hat sich das jetzt recht schnell erledigt.
Oh, das war dumm. Da habe ich wieder einen Schlüssel. Den ich mir noch nicht habe. Aber warte, das ist ein bisschen gewandt. Ach ja, Lichter erinnern. Gut, das hat tatsächlich nichts gebracht. Wir sind ja immer noch in Bomben City, oder? Ich gehe nach rechts weiter. Ja, ich gehe mal nach links. Oh, das ist die Eule. Also wieder so ein Schiebedingsrätsel. Ich beschieße das Auge der merkwürdigen Statue mit dem Bogen. Okay. Was? Oh, man muss schon mal darauf. Ah! Das war's. Das war die Challenge. Das war die ganze Aufgabe. Mehr gab's nicht. Okay. Wie es mir so düster wird. Aber aufständig, um nicht zu schießen. Hey. Das hätte ich schon letzten Dungeon machen sollen. Das Reflektorschild ist nämlich doch ziemlich cool. Und da ist der nächste kleine Schüssel. Schüssel. Mhm. Wo ist da lang? Aha. Dann ist das Auge wieder erblindet. Du hast absolut keinen Nutzen. Warum waren wir noch nicht? Komm wieder her. Das ist eine Treppe. Oh, Pfeile. Her. Kann nicht sein, dass ich nicht killen kann. So, die zwei sind meistens gleich geflohen. Wir schauen jetzt mal nach oben. Was sich da so abspielt. Oh, jetzt sind wir über dem Dungeon. Oh, wartet mal. Wir können jetzt das Ding hier. Eine weitere Teleportplattform aktivieren. Das ist schon mal sehr nice, aber Herzteile gibt es da keine. Und den Rubin kann ich mir auch nicht holen. Aber da ist ein Herzteil und das sollte Nummer 4 sein. Das gibt uns ein weiteres Herz. Sehr schön. Hab Drang, Gras zu zerstören. Damit haben wir 17 Herzen. Jetzt noch einmal her. Bam, was ist da drin eigentlich? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich das lange? Wo bin ich? Ganz woanders. Ganz anders. Nö. Tot. Ich bin in Ruhe. Ist er wieder zugesperrt? Wenn ich den Typen nicht killen kann. Weil ich das killen muss. Einen Schergen da. Für der Bogennachschub. Hier komme ich nicht hin. Das ist
In Ruhe, ich gehe einfach da lang. Das war da unten. Oh, das ist mit dem Bomben, mit den Herzen, mit den Pfeilen. Finde ich sehr cool. Die Viecher killen ist zwar kein Problem, aber die Viecher treffen es halt. Eine Kunst. Also ganz so leicht ist es dann doch nicht. Na gut, wir gehen mal hier wieder zurück. Das ist einer der finsteren Räume. Kann ich da rechts weiter? Da kann ich tatsächlich rechts weiter. Sollen wir das machen oder sollen wir gerade auslaufen? Wo geht's denn da lang? Egal. Es gibt eh genug Schlüssel, um alles zu öffnen. War jetzt sinnvoll. Das ist eine Treppe. Ah, warte, müssen wir das rüberziehen, oder? Ja, sonst komme ich da gar nicht hoch. Das heißt, der Raum, das war die richtige Entscheidung, diesen Raum zu betreten. Oh, das ist ja sehr, sehr kuschelig. Ja, oh Gott. Da habe ich halt echt nicht geachtet, aber ich hatte Glück. Ja, na, ganz toll. Du für ein Typ. Ach du Scheiße! Was ist bei dir los? Was ist denn? Okay, das war ein Hit. Wow, der war ganz schön leicht. Hatte ich mir wesentlich schwieriger vorgestellt. Und wir haben auch gleich einen Teleportpunkt und wir sind am Arsch der Welt. Ja, schön. Ich habe da jetzt aber irgendwie, muss ich die Schalter noch umlegen. Ach, kotz mich an. Wir haben ja zum Glück einen Schalter gefunden. Der war, soweit ich weiß, stand er nicht da oben? Er stand aber rechts, rechts, rauf, rauf, okay. Ruhe. Jetzt fuck off! Noch einmal. Einfach überspringen ist nicht, nehme ich an. Wobei. Fuck. Es geht, glaube ich. Nein! Ich soll nicht. Ja, ich hatte gern den Weg rundherum. Diesmal nicht. Dann lass dich da aus dem eingesperrt. Verdient. Ja, dich lasse ich wieder darüber laufen. Und dann nochmal zurück, weil ich zu blöd war, dich gleich umzulenken. Ja, da rechts war der Raum. Den haben wir aufgesprengt und da war dieses Dingsbums. Kabam.
So, und jetzt. Das ist falsch. Holen wir das Teil hier raus. Teleportieren uns zum Start. Teleportieren uns wieder nach oben. Und haben somit viel Weg gespart. Zum Startpunkt. Und ab zum Miniboss. Ah. Überhaupt nicht unnötig, die Teile. Oder deplatziert, oder was ist das für ein Gehstock? Du hast den magischen Stab erhalten, damit feuerst du glühende Feuerbälle ab. Das wird dann wohl dieses Dungeon-Item sein, mit dem man das Ding kaputt hauen kann. Behaupte ich mal, kann natürlich auch kompletter Schwachsinn sein. Das heißt, sie können jetzt einiges mehr kaputt machen, soweit ich das richtig verstanden habe. Gut, das heißt, das Gebiet haben wir jetzt eigentlich schon, naja, da könnten wir noch lang gehen, aber ich würde mal gerne das Eck vervollständigen. Oder vielleicht mal an so verrückte Dinge wie eine Karte rankommen, das wäre auch mal sehr, sehr nice. Aber bitte, na gut. Gehen wir mal wieder zum Startpunkt. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Dann werden wir doch wohl hoffentlich irgendwas Geiles bekommen. Links. Waren wir da schon? Nee. So, dann bist du schon mal gestunt und ihr seid beide kaputt. Damit darf es wieder aufgehen. Sehr schön. Ach, du schon wieder. LOL! Das war's. Das war der ganze Miniboss. Das war ein trauriger Miniboss. Also habe ich zwei Optionen. Geh jetzt nach unten. Nein! Nein, ich dachte, ich habe Boomerang drauf. Ich weiß nicht, auf dem Gameboy, wo man nur zwei Tasten hatte. Gut, so. Und da ist nur ein Rubin drin. Das war die Arbeit nicht wert. Aber hier ist noch ein Raum, da ist sicher mehr drin. Ach du schon wieder. Okay, entweder das Schwert ist komplett überpowered oder die Gegner sind einfach alle total schlecht. Jetzt haben wir noch die Wahl zwischen zwei Räumen. Wir gehen jetzt nach oben. Ah, dich gibt's auch noch. Stirb doch endlich! Da ist nichts in dem Raum. Das ist doch garantiert etwas. Das ist schon so eine Schlüsselaufgabe. Ah, guckst du? Guckst du? Das heißt, gibt es wahrscheinlich unten einfach noch einen Schlüssel. Ist nicht so spektakulär, aber bitte. Boss-Key wird es da wohl kaum geben. Aber vielleicht einen weiteren Schlüssel. Habe ich das gerade getötet? Das geht? Das wusste ich gar nicht. Boss-Key hat einen normalen Schlüssel. Kompass, auch nicht schlecht. Ich möchte nur mal anmerken, wir haben noch immer keine Karte. Just saying. Die Karte kann im Prinzip nur da oder da oder da. In einer der 5 Thronen, 6 Thronen, die noch nicht gehört sind. Ja, das sind eine Menge. Aber wir könnten jetzt mal da nach oben gehen, denn da ist jetzt eigentlich der Weg frei. Und da gibt es eine Truhe für uns. Geschenkt. Außerdem noch. Oh, warte, ich komme nicht mehr zurück, stimmt's? Doch. Komm ich. Dafür wurde gesorgt. Sehr schön. Aha. War nicht gerade eine Kiste eingesetzt? Doch, ist sie auch. Okay, aber die erscheint scheinbar jetzt. Muss ich dafür auch noch Licht machen oder was? Hä?
denn das für eine Dings? Hä? Oder sollen wir das Ding ansetzen? Kann das was? Ah, warte, kann das da durchschießen? Oh, das ist so ein Tech-Demo-Raum. Aha, okay. Wir müssen also einfach Licht machen, das ist interessant. Ah, noch ein Schlüssel, wir hatten nämlich noch nicht genug. Aber bitte, so. Jetzt haben wir schon einiges mehr erkundet, da gibt es eine Truhe in dem Raum. Echt? Wie, wenn ich das Teil abschlachte? Hm. Interessant. Jetzt muss ich es wieder ausfüllen. Lol, das ist wirklich... Oh, cool. Altbewährtes Prinzip, aber und... Anrubin. Ja, ich habe mir den Schlüssel gerechnet, aber... Oh, und es gibt auch nur noch zwei Türen, soweit ich das richtig sehe. Ah, mit schon einen Schlüssel, was wird dann in den dreien da drin sein? In den vier. Nein, einer wird noch die Karte drin sein, der Boss-Key. Und dann bleiben noch immer fünf, ich habe mich vorhin verzählt. Hehe, ja, gut. Wir könnten mal da nach unten gehen, dann schauen wir da irgendwie zu der Truhe bei dem Dings da rauskommen. Fakt ist, wir müssen irgendwie mal zurück zum so Richtung Anfang. Dann kann ich jetzt einfach so abschießen? Ne, ich musste schon reflektieren, okay. Na gut. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich meine, ja, das Teil einfach dahin steuern, aber das muss doch irgendwie auch sonst gehen, oder? Oder? Ich frag nur. Jetzt geht's wieder auf einmal wieder nicht mehr. Hä? Ich verstehe das nicht. Aber bitte, vielleicht muss ich es auch nicht verstehen. Und was ich vor allem nicht verstehe, ist, dass ich da nicht mehr zurückkomme. Ja, schön. Na gut, bitte, wir wollten ja hier auch weiterkommen mal. Warte mal, da waren wir doch schon. Nee, bring mich zurück zum Start. Dann wissen wir auch gleich, wo wir nächste Folge weitermachen, obwohl. Fuck. Haben wir auch mal einen Hit eingesteckt von diesen Feuerviechern. Aber gut. Hast du mich nicht irgendwo hingebracht, wo ich den Stab gebraucht habe? Nee, hier waren wir schon. Warum bin ich gar nicht weitergegangen? Echt nicht? So. Aber das ist die Eule, das ist auch immer sehr klug. Lenke mit L das Artefakt, um alle Löcher auszufüllen. Ja, jetzt den Tipp dafür gegeben. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hinkomme, aber bitte. Tot. So. Bastardviecher, so. Nach oben. Wo sind wir? Am Anfang. Zurück in den unnötigen Raum. Da waren wir doch schon. Da waren wir halt echt schon. Ja gut. Ich bin jetzt zurück zum Anfang, weil da werde ich sowieso hingesetzt, wenn ich wieder speichere. Also danke fürs Zuschauen, das kommt noch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich habe den ganzen schnellen Kram vorbei, bla bla bla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.